Ein kleiner Hoffnungsstrahl inmitten der Hölle von Mariupol. Wir blicken mitten rein in das Azov-Stahlwerk. Etwas Wärme in das Gesicht dieses Soldaten. In dieser dunklen Hölle aus kilometerlangen Katakomben, kaum Wasser, nichts zu essen, Verwundete überall, kein Ausweg nach da draußen. Wochenlang dorthin, wo die Sonne scheint, eingekesselt in der Hölle. Jetzt die Wende. Mehr als 260 Soldaten wurden aus dem Stahlwerk geholt. Endlich. Unter ihnen rund 50 Schwerverletzte. Die wurden in Bussen abtransportiert. Schauen wir in die Gesichter, blicken wir in die Augen dieser Menschen, die jetzt raus sind, aus dieser Hölle. Denn diese Augen haben Dinge gesehen, die niemand sehen sollte. Verletzte, 600 Verletzte, teilweise fehlen ihnen Arme oder Beine. Viele wurden nur notdürftig versorgt. Wie dieser Soldat, der diese Hölle jetzt verlassen kann. In Bussen werden sie weggebracht. Doch es geht nicht in die Freiheit. Es geht in die Ungewissheit, denn diese Busse bringen sie in russisch besetzte Gebiete in der Ukraine. Sie sollen später in einem Gefangenenaustausch zurückkehren. Insgesamt 1000 Soldaten verschanzten sich ja in den dunklen Katakomben des Stahlwerks, während Putin seine Bomben immer wieder herabregnen ließ. Jetzt sind sie raus aus der Hölle von Mariupol und auch die verbliebenen Soldaten sollen aus dem Stahlwerk geholt werden. Was mit ihnen passiert, ungewiss. Wie so vieles in diesem Krieg. Denn in diesem Krieg gibt es keine sicheren Pläne, das sagt der Kommandant der Soldaten im Stahlwerk, Denis Prokopenko. Alles muss in Frage gestellt werden. Jede getroffene Entscheidung, jeder Plan, jede Maßnahme. Kritisches Denken hat in meinem Kopf immer Zweifel geweckt. Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung. Es ist nie über die Vernunft hinausgegangen und hat mich nicht daran gehindert, auf meinem eigenen Standpunkt zu beharren. Es ist immer ein Risiko, Einheiten zu befehligen. Im Krieg gibt es keine sicheren Pläne und Operationen. Man geht immer ein Risiko ein. Die Hauptsache ist, dass man sich aller Risiken bewusst ist, dass es einen Plan B gibt, dass man sich voll und ganz auf diesen Plan einlässt, der es ermöglichen muss, die zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen und das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen. Vielleicht ist der Krieg aus diesem Grund eine Kunst, aber keine Wissenschaft. Wenn Sie eine Aufgabe erfüllen und dabei die größtmögliche Anzahl von Personen schonen, ist das die höchste Stufe der Truppenführung. Dies gilt umso mehr, wenn Ihre Entscheidung von der obersten militärischen Führung gebilligt wird. Immerhin, die Soldaten aus dem Stahlwerk, sie sind am Leben. Sie waren sich sicher, dass sie im eingekesselten Stahlwerk nur noch auf ihren Tod warten. Und auch Präsident Volodymyr Zelensky betonte in seiner täglichen Videoansprache, die Ukraine brauche ihre Helden aus Mariupol, und zwar lebend. Was die Lage Mariupol betrifft, dank der Maßnahmen des ukrainischen Militärs, der ukrainischen Streitkräfte, des Geheimdienstes, der Verhandlungsgruppe, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der UNO hoffen wir, dass wir das Leben unserer Jungs retten können. Es gibt auch Schwerverletzte unter ihnen. Sie werden versorgt. Ich möchte betonen, dass die Ukraine ukrainische Helden lebend braucht. Das ist unser Prinzip. Ich denke, dass jeder vernünftige Mensch diese Worte verstehen wird. Die Operation zur Rettung der Verteidiger von Mariupol wurde von unserem militärischen Geheimdienst eingeleitet. Die Arbeit geht weiter, um die Männer nach Hause zu bringen. Diese Arbeit erfordert Feingefühl und Zeit. Und wir gehen direkt in die Ukraine nach Charkiw zu unserem Kollegen Björn Stritzel. Guten Morgen, Björn. Jetzt diese Wende. Alle Kämpfer, 1000 waren es, waren sicher. Man warte dort in diesem Stahlwerk nur auf den sicheren Tod. Jetzt konnten doch ein paar von ihnen gerettet werden und die Evakuierung soll ja auch weitergehen. Wie ungewiss ist Ihre Zukunft und wie kam es überhaupt zu dieser Wende? Naja, dieser Gefangenenaustausch scheint mir aufgrund der schweren Verletzungen und aufgrund der Versorgungslage dann tatsächlich der letzte Ausweg gewesen zu sein, den zum einen die Verteidiger dort im Stahlwerk für sich gesehen haben und zum anderen aber wahrscheinlich die militärische Führung bzw. auch die politische Führung des Landes, die sich offensichtlich so sicher ist, dass sie genügend der Gegenseite, den russischen Streitkräften bzw. Wladimir Putin anbieten kann in Form von einem Gefangenenaustausch, dass sie sicher sein können, dass diese eigenen Soldaten eben tatsächlich überleben bzw. überhaupt gepflegt werden. Ich habe da ein wenig Zweifel, wenn ich sehe die Rhetorik, die vorher in Russland in der russischen Propaganda über die Verteidiger von Mariupol seit Monaten, Jahren im Prinzip schon sich ausgebreitet hat.
Und zum Zweiten, wenn man das Vorgehen dieser Evakuierung vergleicht mit dem, was wir in anderen Ländern gesehen haben. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz daran beteiligt ist, das Internationale Rote Kreuz hat sich an der ethnischen Säuberung in Aleppo beteiligt, hat dort auch Kämpfer evakuiert, die eine Zusage bekommen haben zur freien Geleit. Und einige von denen hat man nie wieder was gehört. Was bedeutet das für Mariupol, diese ja auch strategisch so wichtige Stadt, die ja zunächst gleich an Kriegsbeginn eingekesselt wurde und jetzt die letzten Kämpfer, die ausgeharrt haben, obwohl klar war, dieser Widerstand, der wird vermutlich zu keinem Erfolg führen. Was bedeutet das für die Stadt? Ist sie jetzt gefallen? Ist sie endgültig jetzt in russischer Hand? Also noch ist diese Evakuierungsaktion ja noch nicht komplett abgeschlossen, und wenn sie dann tatsächlich irgendwann abgeschlossen sein sollte, dann ist diese Stadt komplett unter russischer Kontrolle. Allerdings, diese Stadt hat mehr als 80 Tage ausgeharrt. Die Verteidiger haben dort mehr als 80 Tage ausgeharrt, haben dort immense Ressourcen, immense Streitkräfte der russischen Armee gebunden, die dann nicht eingesetzt werden konnten an anderen Kriegsschauplätzen. Was jetzt übrig bleibt, ist dann in weiten Teilen zerstörtes Mariupol. Dass das wieder aufgebaut werden kann in naher Zukunft, auch angesichts der wirtschaftlichen Schwäche Russlands, das ist nicht absehbar. Du bist in Charkiw, auch diese Stadt, strategisch wichtig, auch diese Stadt, seit Beginn des Krieges unter massiven Beschuss, auch wenn es jetzt gelungen ist, dort die russische Armee zurückzudrängen, sogar bis an die russische Grenze, die ja nur einige Kilometer entfernt liegt. Beschreibe uns einmal die Situation heute, an diesem Tag in der Stadt Charkiw. Charkiw, also ein Symbol für Putins Krieg gegen die Ukraine. Doch jetzt eine Wende. Nach der erfolgreichen Gegenoffensive der ukrainischen Armee ist die Stadt wieder unter Kontrolle. Normalität statt Kriegsverbrechen. Die Metro soll wieder fahren und die Menschen sollen den schützenden Untergrund wieder verlassen. Rückblick. Wochenlang steht die ukrainische Stadt unter Beschuss. Unaufhörlich schlagen Putins Bomben und Raketen ein, töten Zivilisten, zerstören Wohnhäuser. Der einzige Schutz für die Menschen? Die Metro. Hier suchen sie seit Monaten Schutz. Schutz vor Putins Bomben. Die Metro wird zum Lebensmittelpunkt der Menschen. Hier verbringen sie ihren Tag. Hier essen und schlafen sie. Hier feiern sie Kindergeburtstage und Hochzeiten. Jetzt also sollen die Zivilisten den Schutz im Untergrund verlassen und haben Angst. Angst vor einem erneuten Angriff der russischen Armee. So wie diese Familie. Vater Oleg, Mutter Tatjana und Tochter Inna. Sie ziehen jetzt zurück in ihre Wohnung. Danke. Ich habe gemischte Gefühle. Es ist immer gut, heimzukommen, aber ein bisschen beängstigend wegen den Beschüssen und den Raketen, obwohl es unwahrscheinlich ist, getroffen zu werden. Wir Frauen sind einfach ängstlich. Ich muss heim, weil die Arbeiter gesagt haben, dass die Metro bald wieder fährt. Deshalb müssen wir jetzt heim. Auch Nastja fürchtet sich davor, die schützende Metro wieder verlassen zu müssen. Ich habe große Angst, weil ich allein, wirklich allein bin. Ich habe nur meine Freundin Natascha. Sie hilft mir mit allem, deshalb hoffe ich, dass alles gut wird. Die Menschen in Charkiw, sie haben Angst. Aber auch die Hoffnung, dass sie nie wieder zurück müssen in die Metro von Charkiw. Björn Stritzel weiterhin bei uns aus Charkiw zugeschaltet. Die Menschen, die dort jetzt ein Stück Normalität zurückgewinnen können und gleichzeitig vor der Herausforderung stehen, mit der Angst und den Herausforderungen dieses Kriegsalltags umzugehen. Wie meistern Sie das, Björn? Also die Menschen, die wir dort gesehen haben, die in der Metro seit fast 3 Monaten gelebt haben, die hatten gestern, als die plötzliche Ansage kam, dass sie ihre temporäre Zuflucht verlassen müssen, große Angst. Viele von denen haben tatsächlich dann die Metro innerhalb dieser letzten 2,5 Monate nicht verlassen und fürchten sich natürlich immer noch, auch wenn sie sich freuen auf ihre Rückkehr in ihre Wohnungen, sofern sie welche haben, fürchten sich natürlich immer noch davor, dass hier der Krieg zurückkehren könnte. Man hört hier immer noch aus der Ferne dann Artilleriefeuer, Raketeneinschläge. Das ist natürlich die Kämpfe in den umliegenden Ortschaften. Das ist nichts, was jetzt direkt die Stadt weiter betrifft. Die Stadt selber wird, glaube ich, seit 1,5 Wochen nicht mehr direkt beschossen. Allerdings ist, wie gesagt, der Kriegsalltag steht nur unmittelbar vor den Toren der Stadt, in einigen Vororten bzw. Dörfern. Und insofern ist diese Sorge, die viele der Bewohner da aus der Metro hatten, durchaus berechtigt, weil
Das ist natürlich etwas eine Situation, wenn nur 20, 30 Kilometer weiter entfernt Artilleriegefechte stattfinden. Kann man sich vorstellen, da möchten viele Leute nicht, haben da kein besonders hohes Sicherheitsgefühl. Sagt Björn Stritzel über die aktuelle Situation in Kharkiv im Osten der Ukraine. Vielen herzlichen Dank dir für diese Information.